Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von Hainbuchner Haustechnik, Heizung, Sanitär, Reparaturdienst in Lambach und Forchdorf 0664 184 95 19 www.hainbuchner.at. Letzte Herbstrunde in der Landesliga West. Im Maximilian-Pagel-Stadion trifft der ATSV Stadl-Paurer auf Neumarkt Kallam. Die Bilanz des Aufsteigers darf nach 12 Spielen als positiv bezeichnet werden. Wir sind momentan am 4. Platz. Vorgabe war, dass wir unter die ersten 5 im ersten Jahr sein wollen. Also haben wir unseren 4. Platz, sind wir sehr zufrieden. Es hat natürlich zwischendurch auch den Trainerwechsel gegeben. Ja, es ist trainingsmäßig kein Feuer mehr dahinter gewesen. Der Heinz, wo ich auch sehr zufrieden war für die vergangene Zeit, was er den Trainer gemacht hat, bei ihm auf diesem Wege bedanken möchte. Aber er ist aus freien Stücken selbst zurückgetreten und er hat gemeint, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Wie sie trainiert haben, so haben sie auch gespielt gegen Friedburg und darum hat er nicht mehr wollen. Und er bleibt uns aber, wie es ausschaut, erhalten. Das werden wir jetzt in der Winterpause absprechen, welche Aufgabe. Und Christian Meierleb, weiterhin Trainer? Christian Meierleb hat gleich ein gutes Trainerdebüt, auch mit sehr viel Begeisterung. Und wir haben es diese Woche wieder gesehen beim Training. Also die Spieler sind wieder motiviert und. Und wie es ausschaut, ist es eine große Option. Dass er, unser Wunsch wäre es, dass er bleibt, aber das entscheiden wir das selbst. Das heißt, im Frühjahr will man einmal schauen, was nach vorne hin drinnen ist? Auf jeden Fall. Unser Grundziel ist einmal die ersten 5. Aber wenn wir natürlich ganz oben stehen, was auch Meierleb schon gesagt hat, dass sein Ziel wäre, wären wir auch zufrieden. Gibt es Neuverpflichtungen, die geplant sind? Es ist einiges geplant, dort und da, aber nicht weiß Gott wie viel. Den einen oder anderen vielleicht. Das Spiel beginnt zu fahren. Beide Teams auch übervorsichtig. Und so dauert es eine Viertelstunde, bis in dieses Landesliga-Match Bewegung reinkommt. Die Meierleb-Jungs ungewohnt unsicher und balltechnisch schwach. Diese Szene spielt sich in der 20. Minute ab. Neumarkts Koflien verzieht um einen halben Meter. 5 Minuten später versucht Stadl-Paurers Sekic aus gut 20 Metern. Sein Schuss aber kein Problem für Neumarkts Goalie Ecker. Richtig gefährlich wird's für die Gäste nach einer halben Stunde. Christian Meierleb scheitert am Gästekipper. 60 Sekunden später Corner für Neumarkt. Pest setzt den Kopfball einen halben Meter links am Oostkasten vorbei. In der 36. Minute hat Fabri die Top-Chance, die Meierleb-Elf in Führung zu bringen. Die Gäste klären vor der Linie. 2 Minuten vor dem Pausenpfiff durch den guten Schiri Oberlaber eine Szene, die bei den 300 Besuchern für Heiterkeit sorgt. Denn das gibt's normal nicht. Zoran Koflien steht 4 Meter vor dem schon leeren Oostkasten, verliert aber anscheinend die Orientierung und lässt diese Hunderter ungenützt. Mit einem 0:0 werden im Maximilian-Pagel-Stadion die Seiten gewechselt. Die Partie wird nach der Pause nicht besser, sondern leider noch schlechter. Chancen nur mehr aus Standards, wie Minute 50. Meierleb scheitert nach Sekets Freistoß am Gästegoalie. 5 Minuten später versucht es Fabri mit einem Freistoß direkt. Nicht schlecht, zu zählbarem fehlt aber doch ein guter Meter. Verwirrung am Platz gibt es nach einer Stunde. Stadl-Paurers Petrov muss raus. Der neue, Julian Friedl, steht nicht am Notizblock des Schiris. Also wird in den Computer geguckt. Alles okay, Friedl darf rein, das Match kann weitergehen. In der 85. Minute ist das Leder in den Neumarkter Maschen. Zählt aber nicht, abseits. 2 Minuten später wieder einmal ein Riesenfehler der Heimelf in der Vorwärtsbewegung. Arne Zeder auf und davon, der Pass zur Mitte auf Rungaldier. Zur Führung für Neumarkt fehlt da kein halber Meter. Dann die 93. Minute. Die ersten Fans verlassen schon das Stadion. Wieder ein kapitaler Fehler der Meierleb-Elf. Koflien mit dem Solo auf der linken Seite. Arne Zeder, gerade mal 10 Minuten im Spiel, macht noch den Haken, zieht ab und das ist er, der 1:0 Siegtreffer für Neumarkt. Denn Sekunden später ist Schluss in Stadl-Paurer.
Das Entsetzen über die 0:1-Niederlage gegen Neumarkt ist Spielern und Funktionären des ATSV ins Gesicht geschrieben. Die Leistung war unterirdisch, tut natürlich dementsprechend weh, weil uns das in unseren Erwartungen doch erst um sehr viel zurückhaut. Ja, mir fehlen fast die Worte nach so einer Leistung und man muss schauen, wie wir das erst einmal verdauen und wir hoffen, dass wir dann gestärkt natürlich ins Frühjahr gehen und nur das Unmögliche vielleicht wahr machen können. Aber wie soll ich sagen, die Meisterschaft ist einmal nach vorn hin vorübergehend gelaufen. Wir müssen nicht schauen, dass wir uns wieder neu sortieren und im Frühjahr hoffentlich angreifen und wir werden sehen, was am Schluss rauskommt. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten drei Partien in Gang verloren. Jetzt war es einfach wichtig, dass wir wieder mal einen Sieg landen. Der letzte war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Runde. Zwischenhaufen unentschieden. Ja, und jetzt sind wir natürlich überglücklich, dass wir da gewonnen haben.